Schloss Wörlitz in Sachsen-Anhalt. 1770 von Wilhelm von Erdmannsdorff erbaut, gilt das Schloss als der erste klassizistische Bau in Deutschland. Erdmannsdorff hält sich in idealer Weise an das Prinzip der sparsamsten Verwendung aller schmückenden Elemente. Prunklose Pracht, geprägt durch geometrische Muster. Der klar gegliederten Fassade ist eine Säulenhalle vorgelagert, ein Portikus. Dieser Bezug auf die griechisch-römische Antike ist das herausstechende Merkmal klassizistischer Architektur. Wegweisend für die Entwicklung des Klassizismus sind die Arbeiten des deutschen Archäologen und Kunsttheoretikers Johann Joachim Winckelmann. Seit 1763 leitet er die ersten wissenschaftlichen Ausgrabungen in und um Rom. Winckelmann ist begeistert von der Schönheit der antiken Plastiken, die er in betörenden, homoerotisch gefärbten Worten beschreibt. Dabei favorisiert er die Werke der griechischen Antike. Das freie, republikanische Athen hat in seinen Augen die reinsten Werke hervorgebracht. Winckelmann formuliert in einer berühmten Schrift seine Forderung nach Darstellung edler Einfalt und stiller Größe als Ideal der Plastik und Architektur seiner Zeit. In Berlin wird auf Anweisung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II. Das Brandenburger Tor errichtet. Der Architekt Karl Gotthard Langhans orientiert sich am Vorbild der Propyläen der Akropolis in Athen. Je 6 dorische Säulen, die entgegen dem klassischen Kanon durch Querwände verstärkt sind, tragen eine ansehnliche Attika, auf deren vorspringendem Mittelteil die Quadriga thront. Dargestellt ist die Siegesgöttin als Friedensbringerin, die im antiken Streitwagen heranfährt, das Siegeszeichen in der Hand. Das durch strenge Linien gekennzeichnete, imposante Bauwerk entspricht ganz dem Zeitgeist der rationalen Aufklärung. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein bestimmt der Formenkanon des Klassizismus die Erscheinungsform vieler offizieller Bauten. So kann beispielsweise der Münchner Königsplatz als ein Architekturmuseum für klassizistische Baukunst betrachtet werden. Die Glyptothek, 1830 fertiggestellt, besitzt einen ionischen Portikus. Die Kapitäle sind mit schneckenartigen Voluten versehen. Der quadratische Bau von Leo von Klenze ist um einen Lichthof herum angeordnet und war von Anfang an als ein Museum für plastische Bildwerke aus Ägypten, Griechenland und Rom geplant. Die Sammlung hat Ludwig I. in seiner Begeisterung für die antike Kunst zusammengetragen. Der Glyptothek im Norden schließen sich im Westen die Propyläen an. Auch das Zentrum dieses Bauwerkes, die dorische Tempelfront, bezieht sich wieder auf das Tor zur Akropolis, der Burg von Athen. Genauso wie schon das Brandenburger Tor. Doch wo in Berlin die stilfremde Attika mit Postament thront, wird die Säulenhalle in München von einem entsprechenden Giebel abgeschlossen. Aber auch bei den Münchner Propyläen, fertiggestellt 1862, läuft stilistisch einiges durcheinander. Neben das griechische Portal postiert Klenze 2 römische Wachtürme und dekoriert sein Bauwerk mit ägyptisch anmutenden Ornamenten. Hier mischt sich der Klassizismus mit dem bereits einsetzenden Stilpluralismus. Auf der Südseite des Platzes finden wir schließlich die Antikensammlung. Der Portikus des dritten Königsbaus am Platz orientiert sich an der korinthischen Säulenordnung.
Die Kapitäle der Säulen sind reichhaltig mit Akanthusblättern verziert. Auch in Frankreich ist der Klassizismus der herrschende Stil der Zeit. So wird etwa der Arc de Triomphe, der Triumphbogen in Paris, zu Beginn des 19. Jahrhunderts im römisch-antiken Stil errichtet. Die Ende des 18. Jahrhunderts beginnende industrielle Revolution bringt ganz neue Arbeitsformen mit sich, die sich auf die Gesellschaften auswirken. Die Künstler sind sich der epochalen Wende wohl bewusst. Jacques-Louis David datiert sein 1793 entstandenes klassizistisches Gemälde Marats Tod mit L'an II, also dem Jahr 2 nach der offiziellen Ausrufung der Republik. Das europaweit erstarkte Bürgertum möchte seine Wohnzimmer ausgestattet haben. Und statt mit Historienbildern will die neue Klientel sich eher mit Porträts oder Landschaftsdarstellungen umgeben. Zum Klassizismus in der Architektur gesellt sich, gleichsam als Gegenentwurf, die Romantik, die besonders in der Landschaftsmalerei und der Literatur ausgeprägt ist. Für den Klassizismus ist Rahmen, Kontur und Sockel wichtig. Dem herrschenden Geist der Aufklärung, der nur die Vernunft als Geltungsmaßstab akzeptiert, ist alles Irrationale, Amorphe und Unbestimmte suspekt. Das erhabene Artefakt wird bewusst von der profanen Umwelt abgesetzt. Die Romantiker hingegen kritisieren die von der Aufklärung betriebene Entzauberung der Welt. Novalis will nicht die Reduktion von Vernunft auf Verstand akzeptieren und er rehabilitiert Gefühl und Fantasie. Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau hatte bereits in den 1750er Jahren von einer sich vom natürlichen Ursprung entfremdenden Gesellschaft gesprochen und die Gefahr der Trennung von Zivilisation und Natur beschworen. Der Mensch müsse seine natürlichen Empfindungsfähigkeiten zurückgewinnen, seiner Sehnsucht nach dem Ursprünglichen gehorchen, so Rousseau. Angeregt durch die Reiseberichte von Forschern wie Louis-Antoine Bougainville sehen einige in exotischen Paradiesen den rousseauschen Naturzustand repräsentiert. Doch auch die empfindsame Gestaltung der Landschaft in den englischen Gärten geschieht in dem Bestreben, einen Ort zu schaffen, an dem es möglich ist, den Einklang zwischen Mensch und Natur zu finden. Eine ähnlich empfindsame Gestaltung widerfährt den Landschaften in der romantischen Malerei. Das subjektiv Stimmungsvolle einer Landschaft wird nun als Qualität empfunden. So thematisiert William Turner etwa in seinen frühromantischen Bildern weniger die tatsächliche Gegebenheit bestimmter Ausschnitte einer Landschaft, als vielmehr die unbestimmte Sehnsucht, die das Motiv auslöst. Die romantische Landschaftsmalerei betont die Werte der Farbe und des Lichtes, die letztlich das Malerische ausmachen. Damit legt sie bereits die Grundlagen für den Impressionismus des späten 19. Jahrhunderts. In Frankreich fand die Romantik ihren Ausdruck eher in heroisch gegenwartsbezogenen Themen. Dabei verlagerte sich der Schwerpunkt von der Heldenverehrung der Klassizisten hin zu einer Darstellung der Opfer und des Leidens. So etwa in Théodore Géricault's Bild Das Floß der Medusa von 1819. Der bedeutendste Vertreter der französischen Romantik ist Eugène Delacroix. In Abkehr von der Tradition des Klassizismus, dessen Werke jetzt als künstlich und leblos verschrien sind, macht er Leuchtkraft der Farben und Bewegtheit der Darstellung zu zentralen Merkmalen seiner Bilder. Die 1830 entstandene Barrikadenszene mit der berühmten Personifikation der Freiheit ist eine Reaktion auf die Julirevolution, die einen bürgerlichen König auf den Thron bringt. In Deutschland schafft Caspar David Friedrich mit seinen religiös-symbolhaften Naturgemälden bedeutende Werke der Romantik in der bildenden Kunst. Eine seiner ersten Arbeiten in Öl, das als Altarbild konzipierte Landschaftsgemälde, Das Kreuz im Gebirge, sorgte 1808 für Kritik. Friedrich überschreitet die klargezogenen Grenzen zwischen Altarbild und Landschaftsbild und öffnet dem Mystizismus Tür und Tor. Tatsächlich wirkt der von der untergehenden Sonne bestrahlte Christus am Kreuz
geradezu verloren inmitten der Natur. Caspar David Friedrich bringt ein neues, sehr individuelles Naturgefühl zum Ausdruck, in dem Mensch und Landschaft eine innige Beziehung eingehen. Seine Bilder spiegeln ein mystisch-religiöses Erleben der Natur. Die häufige Thematisierung von Bergen und Meer verweist auf ein Grundgefühl der eigenen Beschränktheit und Endlichkeit im Angesicht der grandiosen göttlichen Schöpfung. Typisches Beispiel: Caspar David Friedrichs Eismeer aus den Jahren 1823-24. Unter Schichten von Eisplatten sind Überreste eines Schiffes zu sehen, Symbol für die Vergeblichkeit menschlichen Strebens. Friedrichs Landschaften sind Seelenlandschaften. Der Maler soll nicht nur malen, was er vor sich sieht, sondern was er in sich sieht. Auch der romantischen Literatur, etwa eines Novalis, geht es darum, mit der Poesie, die gleichsam nur mechanisches Instrument dazu ist, innere Stimmungen und Gemälde oder Anschauungen hervorzubringen. Novalis, eigentlich Freiherr von Hardenberg, stammt aus altem niederdeutschen Adel. Sein Schaffensdrang ist genährt von der Vorstellung einer Romantisierung der Welt, einer Verbindung von Wissenschaft und Poesie. Poesie ist die große Kunst der Konstruktion der transzendentalen Gesundheit, formuliert er sein Credo, und weiter: Der Poet ist also der transzendentale Arzt. Auf der Suche nach geeigneten Medikamenten wenden sich die transzendentalen Ärzte mehr und mehr der Mythenwelt der eigenen Kultur zu. So erlebt das Mittelalter, die Zeit der Ritterlegenden und sagenumwobenen Schlösser und Burgen, eine neue Wertschätzung und damit einhergehend auch der Baustil der Gotik. Die Gotik erfährt auch in der realen Architektur wieder vermehrt Beachtung, etwa durch Wilhelm von Erdmannsdorff. 1798 lässt er im Wörlitzer Schlosspark diese evangelische Kirche im neogotischen Stil errichten. Ganz dem liberalen Zeitgeist der Aufklärung entsprechend erbaute er dort auch eine jüdische Synagoge, jetzt allerdings eher in klassizistischer Manier und unweit des christlichen Gotteshauses gelegen. Ein wichtiges Prinzip bei der Gestaltung der nach ihrem Herkunftsland englisch genannten Landschaftsgärten waren sogenannte Blickachsen. Schon bei der Bepflanzung des Parks geplante Sichtschneisen auf die verschiedenen architektonischen Preziosen. Sei es die semitische Synagoge, die christliche Kirche, eine chinesische Brücke oder ein griechischer Tempel, die errichteten Bauwerke wollten gesehen werden. So kann man zum Beispiel den Venustempel von 33 verschiedenen Stellen im Park aus erblicken. In seiner Gestalt ist der Tempel ebenso stilsicher wie der dem Pantheon nachempfundene Apollo-Tempel, der an einer versteckten Stelle des Parks dem Wasser seine Widerspiegelung widmet. Neben solch antiken Stilzitaten erfahren hier auch spätere Stile eine Neuauflage. Etwa in der Architektur des sogenannten Gotischen Hauses, 1789 fertiggestellt. In dem Willen, einen Stil in all seinen Facetten darzustellen, mag Erdmannsdorff es mit der Dichte der verwendeten Stilzitate etwas übertrieben haben. Herausgekommen ist ein Tortenstück, welches aus Hollywood stammen könnte. De facto war der öffentlich zugängliche Schlossgarten ja auch eine Art Disneyland. Den einfachen Bürgern, die nicht reisen konnten, wurden die Baustile verschiedener Regionen und Epochen anschaulich gemacht. Die griechisch-römische Antike als alleiniges Kunstideal hat ausgedient und nunmehr werden auch andere Stile für wert erachtet, neu aufgelegt zu werden. Über diesen Stilpluralismus erfahren Sie mehr in der nächsten Sendung. Wir beleuchten die Neogotik und andere Stilzitate, berichten aber auch über den Rückzug ins Private im Biedermeier sowie über den Aufbruch ins Industriezeitalter in der Gründerzeit.